liebe Leute. Achtet nicht hier auf diesen schicken Herbert. Der ist über Nacht ausgebrochen und meint mir jetzt, mein Gesicht zu verschönern. Ja, auf jeden Fall sitze ich wieder am Schreibtisch und habe gerade mein Video geschnitten. Und das ist auch gerade hochgeladen, fertig, wie ich sehe. Ich spiele hier gerade ein bisschen mit der Kleinen. Die hat nämlich wieder ihre 5 Minuten, die hat die irgendwie so ein paar Mal am Tag und dann will die ganze Zeit spielen. Sonst ist die eher so, sie will nur essen und schlafen. Also praktisch genau wie wir. Passt perfekt, der Hund. Und ich wollte auf jeden Fall jetzt duschen gehen. Und dann werde ich den Vlog von heute Abend dann auch schon schneiden und hochladen, damit der morgen online geht, weil wir morgen früh ja direkt losfahren und dann wäre das morgen früh viel zu viel Stress. Und ich habe eigentlich keine Lust, schon um 4 Uhr oder 5 Uhr oder so aufzustehen und das zu machen. Von daher ist heute ein kleiner, strenger Zeitplan. Wir müssen heute auch noch dann den Rest Wäsche machen, also abhängen. Da müssen wir Tasche packen und ja, den Rest für den Urlaub halt vorbereiten. Aha, guck mal, wer also wieder auf der Couch ist. Guck mal, wer hier wieder auf der Couch ist. Zoe. Ja. Schnauz nicht. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her, kleine Mama. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Riecht das lecker? Die hat euch angeschnuppert. Bist du müde? Ja, bist du. Die fallen schon die Augen im Sitzen zu. No. Eigentlich wollte ich ja jetzt ein bisschen mit dir spielen, Madame. Aber? Du schläfst ja schon fast im Stehen ein. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja gerade mit der Kleinen ein bisschen spielen, aber... Sie schläft. Ist beim Kraulen eingeschlafen. Ja, sowas macht müde. Dann kann man ein Lied singen. Ja, ist auf jeden Fall eingeschlafen und ja. Wir haben eben noch die Tasche für sie gepackt, also für die Sachen, die sie mitnehmen, also mitnimmt. Futter, Leckerli, Kackbeutel, Entschuldigung, Kotbeutel. Und die Schälchen und so. Haben wir gerade nur alles fertig gemacht und ja, gleich denke ich mal, werden wir auch mal unsere Sachen packen. Und ja. Oh, so, ich bin jetzt wieder oben. Ich war gerade kurz bei meiner Oma, habe aber das Handy hier gelassen, weil Jakob das brauchte. Und habe ihr so ein bisschen geholfen beim Packen. Sie wusste jetzt nicht genau, was sie alles einpacken soll. Gesundheit, mein Schatz. Soll ich das reintun? Hä? ja, ich hatte eigentlich gerade in die Tasche von ihr die Decke reingetan. Sonst hol die Decke wieder raus und tu das Regencap da rein, weil die Decke, die brauchen wir ja sowieso im Auto. Ja, auf jeden Fall habe ich meiner Oma geholfen packen. Sie hat jetzt auch alles, hat mir ihre Handtücher mit hochgegeben, weil ich nämlich, nämlich eine Tasche gepackt habe, beziehungsweise halt gemacht habe, wo Handtücher und Bettwäsche reinkommen. Das habe ich jetzt auch gerade fertig gemacht und zugemacht. Ich hatte in der Küche jetzt auch Küchenrolle hingelegt. Hatte Oma mir gegeben, weil wir hatten Küchenrolle vergessen. Und sonst habe ich eigentlich Kulturbeutel habe ich soweit fertig. Außer Shampoo muss ich noch einpacken. Und ich glaube, du musst auch noch Shampoo einpacken. Und dann sind unsere Dinger fertig. Es regnet schon wieder. Man sieht es nicht. Ja, und der Schnee ist da immer noch. Wir müssen echt langsam mal Fenster putzen, ey. Ja, letztes, wie ich wollte, hatten wir irgendwas anderes zu tun. Ja, da wurde das zu knapp, da mussten wir los. Ja, da wollte ich nicht. Und dann haben wir es wieder vergessen. Ja. Und ja. Wollte ich nicht mehr. Richtig schöner Herbert, ja. Egal. So, ich bin schon mitten dabei beim Kochen. Und zwar hatte ich noch ganz viele Möhren eingefroren und hatte auch noch Kartoffeln. Und ich dachte, bevor die halt jetzt, wenn wir die Tage weg sind,
stark anfangen zu keimen, mache ich die heute. Und dann gibt es bei uns Möhrengemüse mit Mettenden. Das bin ich hier gerade beim Machen. Da ist schon fast die Flüssigkeit weg. Das ist sehr gut. Die Kartoffeln sind gleich fertig. Und dann kann ich das dann alles mischen und stampfen. Und ich habe schon davon 2 Gläser Brühe getrunken. Das ist so geil. Das schmeckt einfach so lecker. Und vor allen Dingen ist das auch noch richtig gut für einen selbst. Und was machst du da, du kleine Knutschkugel? Hm? Kleiner Furz. Kleiner Furz. Sag Papa, ich bin kein Furz. Ja, mein Baby. Oh ja. Bist du fein? Ja. Du süßes Baby. Ja, die kann lieb sein, aber die hat das schon rausbestimmt, so mit der Kamera, dann ist die lieb. Und dann ist die immer so frech wie sonst was. Ne? Ja. Du freche Hexe. Eigentlich habe ich mir gedacht, so nach dem Essen, also wenn ich fertig bin mit Kochen, dass ich dann das Video drehe. Aber ich habe gerade eben mal so in meinem kleinen Köpfchen nachgedacht und habe mir überlegt, es wäre doch eigentlich ganz cool. Generell erstmal, ich hatte auf Instagram gefragt, welches Video ihr für Montag lieber sehen wollt. Den zweiten Teil, wo Jakob diesmal schwierige Fragen über mich beantwortet, oder das geheime Video, also das Video über die Kleine hier, über dem kleinen Pupsi. Auf jeden Fall hatten fast 90% sogar dafür gestimmt, dass sie das Video über die Kleine haben wollen. Und dann habe ich mir eben gedacht, ich hätte zwar noch Zeit nachher, das Video zu drehen, und das wäre auch alles gar kein Problem, aber dann fiel mir ein, dass es eigentlich auch ganz cool wäre, wenn ich das Video in Belgien drehen würde. Und zwar, wenn wir dann zum Beispiel draußen sind, am Strand oder sonst wo. Dass es eigentlich ganz cool wäre, von da aus das Video zu drehen. Deswegen habe ich mir dann überlegt, dass das Video dann auf Dienstag verlegt wird und dass dann 2 Videos online kommen. Da wir ja Montag erst nach Hause fahren von Belgien aus, würde ich das halt nicht schaffen, das so zu schneiden und hochzuladen und alles, sodass es um 14 Uhr montags online kommt. Deswegen dachte ich mir, ich drehe das in Belgien und es kommt dafür dann Dienstag um 14 Uhr. Und ja, dann um 17 Uhr kommt dann auch ein Vlog, also habt ihr 2 Videos an einem Tag. Und ich glaube, das ist auch mal ganz cool. Ich werde das auf jeden Fall auch noch auf Instagram posten, dass da auch alle Bescheid wissen. Und auf Snapchat, das mache ich eigentlich immer, wenn irgendwelche Sachen sind. Dann poste ich sowieso überall. Komm, Pupsi. Du bist auch ein süßes Pupsi. Geht's um mich? Ja. Wenn du ein süßes Pupsi bist. Mhm. Gerade im Moment ist unser neuer Daily Vlog online gegangen und ich wollte ganz kurz etwas dazu sagen, denn ihr habt schon im Video davor, wo ich gefragt habe, beziehungsweise gesagt habe, ihr könnt ja mal raten, was die Überraschung oder das Geheimnis ist, und hatten viele geschrieben, eine Katze. Nee, also, ne, wie man jetzt gesehen hat, wir haben uns keine Katze geholt, denn erstens sind wir nicht, also beide kein Katzenfan, und ich bin halt auch allergisch gegen Katzen. Und sämtliche Katzenhaare, und ich wollte dann nicht, wer weiß wie viel, ausprobieren, bis ich halt gegen eine nicht allergisch bin oder sonstiges. Und diese Anti-Allergika-Katzen sind auch super teuer, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Eine hat noch geschrieben, warum man einen Hund anziehen muss. Ein Hund braucht keine Klamotten. Also erstens werde ich meinen Hund garantiert nicht anziehen, und ich gebe dir recht, dass Hunde keine Klamotten brauchen. Ich denke mal, das ist, weil wir in einem Video gestern dann dem Hund ein Regencape angezogen haben. Und zwar ist das Regencape einfach nur dafür da, um den Hund zu schützen. Das ist weder was zum Anziehen noch irgendeine Klamotte für den Hund. Das ist einfach nur, wenn es draußen stark regnet, und auch beim starken Regen muss ein Hund raus. Ne, normal eigentlich, also für uns jedenfalls. Und das Regencape ist einfach nur dafür da, um ihn zu schützen, beziehungsweise sie zu schützen, damit sie halt nicht klatschnass wird und halt trotzdem in Ruhe in dem Sinne draußen ihr Geschäft machen kann und spazieren gehen kann mit uns. Eine hat noch geschrieben, sie hofft, das Geheimnis ist kein Tier, denn jetzt mit unserem Urlaub, damit wir nicht direkt unsere Tiere oder unser Tier alleine lassen, weil wir ja unverantwortlich sind. Dazu wollte ich nochmal sagen, also ich weiß nicht, wer dir ins Gehirn geschissen hat, sorry, ich sag das jetzt mal einfach so, aber wie kann man denn solche Kommentare ohne zu überlegen verfassen? Wenn ich doch genau weiß, ich fahre in Urlaub und ich kann dieses Tier nicht mitnehmen, wieso soll ich mir denn dann vor dem Urlaub ein Tier holen, was ich nicht mit in Urlaub nehmen kann? Und für mich ist es selbstverständlich, dass ich mir Urlaubsziele aussuche, wo ich meinen Hund mitnehmen kann. Und Belgien ist nun mal ein Ziel, beziehungsweise ein Urlaubsort, wo ich meinen Hund mitnehmen kann. Dann hält man unterwegs halt öfter an, damit der Hund auch raus kann, kurz frische Luft schnappen kann.
Das ist für mich überhaupt gar keine Frage irgendwie. Also das wollte ich nur mal dazu sagen. Ich war echt ein bisschen sauer, als ich das alles gelesen habe, denn, weiß ich nicht, vielleicht mal vorher Gehirn einschalten, bevor man irgendwas schreibt. Ja, falls sich viele wundern, zum Beispiel Vanessa hatte mich auch eben gefragt, weil man das im Video gesehen hat. Ja, die Kleine hat milchige Augen, denn die hat einen grauen Star und ja, sie sieht halt alles ein bisschen verschwommen und ein bisschen milchig. Und du gehst von der Blume weg, Madame. Aber das auf jeden Fall dazu. Weitere Informationen und Fragen, die ihr habt, könnt ihr gerne unter dem Video stellen. Aber das werde ich dann alles in dem Extra-Video über die Kleine erzählen. Und ja, ich musste mich gerade echt mal ein bisschen abregen, weil solche Kommentare, die regen mich richtig auf. Also der Hund hat weder was zum Anziehen, noch weiß ich nicht. Ja, oh Gott, Leute, ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet. Oh, ich mach mal kurz hier. Oh. Ich wollte eigentlich nur... Eigentlich nur den Fernseher leiser machen. Okay, jetzt ist er aus, egal. Ich habe gerade von hinten noch aus dem Schrank Flipflops geholt. Ich nehme für mich hier die mit den Flamingos. Und die neuen von Jakob. Und die werde ich jetzt noch in die Tasche packen. Sonst habe ich alles fertig. Jetzt endlich. Oh. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gevloggt. Denn das war echt ein bisschen viel dann mit Vloggen und dies und das und jenes. Hinten seht ihr noch, da liegen noch Sachen von Jakob, die er morgen anziehen will. Sein Pullover und sowas. Das werden wir jetzt gleich auch noch zur Seite räumen. Das Chaos hier... Das bleibt noch, da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Hinten in der Ecke steht schon eine Tasche. Die Tasche, wenn ich jetzt die Flipflops reingeräumt habe, kommt da auch hin. Und dann werde ich mir den Rucksack, der hier noch liegt, nehmen. Und dann werde ich da auch noch zwei, drei Kleinigkeiten reinpacken. Denn da kommen die Sachen von der Küche. Zum Beispiel habe ich noch Croissants, die ich mitnehmen wollte. Und habe noch Kaffee und Müllbeutel und sowas, was ich halt mitnehme. Und das kommt dann alles da rein. Und... ja, das ist jetzt so Stand gerade. Ich muss jetzt gleich auch noch das Video, also den Vlog hier schneiden. Ich hoffe, ich bin schnell fertig, denn ich bin echt mega. Ich habe jetzt hier den Rucksack, das eine Dose von meiner Oma. Und da werde ich jetzt mal die Sachen ein bisschen reinpacken, zum Beispiel so eine Küchenrolle. Und dann Kaffee werde ich mitnehmen. So eine Biomülltüte nehme ich auch mal mit zur Vorsicht. Jetzt wollte ich in so zwei kleine Gefrierbeutel ein bisschen Müsli abfüllen, weil Jakob und ich esse das auch im Moment sehr gerne. Wie gesagt, sind wir auf einem Campingplatz bzw. in einem Bungalow und das ist halt dann mit Selbstversorgung. Oh Schatz, könntest du das kurz wegwerfen? Und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt da dann Neues kaufen oder so. Soll ich dann noch irgendwie Haferflocken oder von diesem Frühstücksbrei oder sonst was dazu tun? Oder irgendwie hier diese, wie heißt das? Wie heißen die denn nochmal? Schokochips? Ja, ich, die meine ich eigentlich, ich wollte eigentlich gerne Rekordflakes sagen. Oder hier vielleicht was von dem, dem Müsli? Okay. Also das sind Jakobs, da sind zwei Bottle drin? Ja. Oh. Lieblingscornflakes, diese komischen... Schokochips, ich finde die so widerlich. Ich mag die nicht. Oh, da ging das daneben. So, eine kleine Tüte mit Schokochips und Müsli für dich. Und falls du etwas anderes möchtest oder ich Müsli möchte, nehme ich jetzt von diesem anderen etwas mit. So, jetzt habe ich hier noch Karton. Die werde ich auch da reinpacken. Und das Müsli. Das kommt auch rein. Das Rollamis. Ich weiß nicht, was sonst noch. Im Kühlschrank, ich werde morgen das Toastbrot, da werde ich noch Brote von machen, für unterwegs. Du wolltest, glaube ich, deine Trauben noch essen. Und die zwei Taschen, die lasse ich jetzt auch hier stehen. Ist das Bild dunkel, weil du vor der Vorselampe bist. Sonst war das vor heute. Würde ich auch sagen. Ich würde dann sagen, dass wir an dieser Stelle jetzt den Vlog beenden. Vor allen Dingen, wir haben jetzt
genau 12 Uhr. Und ich muss den Vlog ja noch schneiden. Und ich wollte halt auch nicht zu spät ins Bett. Jakob sicherlich auch nicht, weil ich denke, du fährst zuerst. Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich glaube, wir hatten ausgemacht, dass du zuerst fährst. Mhm. Bin mir aber nicht mehr sicher. Und ja, sowas wie Ladekabel und Portemonnaie, das werden wir morgen früh machen. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch meine Handtasche zusammenräumen, gucken, ob da alles drin ist. Und dann, ja, sind wir dann auch schon fertig für heute. Also verabschieden wir uns und wir hoffen natürlich, der Vlog hat euch gefallen. Dann sehen wir uns dann wieder am Dienstag. Genau, am Dienstag. Sehen wir uns dann wieder mit 2 neuen Videos. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, tschüss.